Ja, ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen zu unserem Webinar Bison ESL Store Manager. Simple Preisauszeichnung war gestern. Ja, was steckt hinter diesem Titel? Eigentlich recht einfach. Und zwar, viele unserer Interessenten, mit denen wir zu tun haben, oder auch zukünftige Kunden, sagen wir es mal so, haben eigentlich im Kopf, dass ESL halt Preisauszeichnung ist. Ja, das heißt, ich kann einen Preis anzeigen, die Preisauszeichnung läuft automatisiert. Das ist auch genau so. Das heißt, es nimmt einem schon sehr viel Arbeit ab. Aber es bietet noch wesentlich mehr Möglichkeiten und das wird von vielen gar nicht so wahrgenommen. Wir als Bison haben uns auf die Fahne geschrieben, mit ESL weit mehr zu machen als simple Preisauszeichnung, daher auch der Titel. Ja, das heißt, wir wollen im Endeffekt durch die Preisauszeichnung wirklich einen Mehrwert schaffen. Einen Mehrwert dadurch, dass wir die Effizienz auf der Fläche mit der Dynamik dieser Schilder, mit dieser LED-Funktion nutzen wollen, um Prozesse zu verschlanken, zu verschnellern, aber auch mit dem Kunden zu interagieren und dem Kunden ein Einkaufserlebnis zu bieten. Ja, aus diesem Grunde haben wir jetzt mal einfach ja, aus unserem Bison ESL Manager Portfolio einige Funktionen herausgepickt, die wir heute hier live zeigen wollen. Genau, und zwar zeigen wir heute diese vier Live-Demo-Punkte. Das ist einmal die MAD-Kontrolle, also Mindesthaltbarkeitsdatenkontrolle, die sehr zeitaufwendig ist. Die blinkunterstützte Regalpflege, das heißt, wie kann ich sehr schnell Artikel wieder im Regal einräumen zum Beispiel. Integration von Wetterdaten, auch ein sehr interessanter Punkt, werden wir heute sehen. Und die Berateranforderung durch Button-Integration, eine ganz neue Funktion, die wir jetzt im ESL-Manager implementiert haben. Gut, starten wir einfach mal mit den Labels und der App. So sieht das Ganze aus. So, ich habe jetzt hier mal auf der linken Seite den Bison ESL Store Manager geöffnet. Das heißt, das ist die App, mit der ich das System am Regal bedienen kann. Diese App gibt es für iOS, die gibt es für Android und die gibt es auch für Windows Mobile. Das heißt, für alle gängigen Mobile Hardware, die im Moment am Markt ist. Und ja, mit dieser App kann ich das System komplett bedienen. Im ersten Punkt geht es um die MAD-Kontrolle. So, und was bedeutet das? MAD-Kontrolle heißt im Endeffekt in den Supermärkten, dass die Mitarbeiter alle MAD-pflichtigen Artikel ständig prüfen müssen, ob dort Artikel abgelaufen sind oder nicht. Und das ist sehr zeitaufwendig. Das heißt, ich muss wirklich alle MAD-pflichtigen Artikel durchschauen, auch wenn sich in diesem Regal oder bei diesem Artikel gar kein MAD-Datum befindet, was abläuft. Ja, und da haben wir uns als Bison gedacht, da kann man Abhilfe schaffen. Da können wir vielleicht unterstützen und auch diesen Zeitaufwand wesentlich verkürzen. Und haben uns überlegt, okay, was können wir tun? So, wir haben jetzt folgende Lösung überlegt. Das heißt, wir können jetzt in dem Bison ESL Manager oder beziehungsweise mit dieser App initial erstmal die MAD-Daten im Markt aufnehmen. Das kann ich natürlich währenddessen tun, während ich diese Aufnahme oder diese Prüfung mache. So, und ich scanne im Endeffekt jetzt einen Artikel mit meinem MDE-Gerät. Das heißt, ich gehe erstmal kurz auf die Datenkontrolle erfassen, scanne diesen Artikel. Jetzt in diesem Fall ist das die Tiroler Bergbauern Vollmilch. So, stehe jetzt vor dem Regal und sehe, okay, der nächste Artikel läuft ab am 31.10., tippe das kurz rein und dann habe ich diesen Artikel erfasst. So, und wenn ich jetzt in 2 Tagen hingehe ins Regal und will prüfen, taucht dieser Artikel nicht mehr in der Liste auf, sondern erst wenn ich hingehe und sage, Datenkontrolle prüfen. So, jetzt sehe ich hier, heute läuft kein Artikel ab in dieser Demo, aber wenn ich jetzt am 31.10. hingehe und das Ganze prüfen möchte, ich sage jetzt mal auswählen, dann taucht hier schon dieser Artikel auf. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel das auch sortiert nach Abteilung, weil auch in den Supermärkten ist es häufig so, dass es für verschiedene Abteilungen auch verschiedene Mitarbeiter gibt. Ich wähle jetzt hier die Mopro-Abteilung und sehe, von meinen 138 Mopro-Artikeln gibt es einen, den ich prüfen sollte am 31.10. Und das ist natürlich die Bergbauernvollmilch. Ja. So, jetzt stehe ich als Mitarbeiter vor dem Regal und sage mir, okay, wo finde ich jetzt diese Bergbauernvollmilch? Ich habe hier 10 Sorten Milch, wie kann ich die sehen? Und dann habe ich die Möglichkeit, auch die Blinkfunktion dieser Etiketten zu nutzen. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf Blinken wurde aufgelöst, auf diese kleine Glühbirne, die man sieht. So, und jetzt wird man gleich an dem Etikett sehen, dass es dort anfängt zu blinken. Man sieht jetzt oben rechts bei den Etiketten,
die Blink-Funktion. Und ich als Mitarbeiter, der nicht weiß, wo dieser Artikel steht, sehe dieses Blinken und kann direkt auf diesen Artikel zugehen. Und so gehe ich halt durch die Liste. Ja? Das heißt, ich habe hier meine Liste mit MAD-Prüfungen, die ich abarbeite. So, wenn ich jetzt sehe, okay, dieser Artikel mit dem Ablaufdatum 31.10. war jetzt nicht mehr im Regal, der nächste läuft jetzt am 5.11. ab, dann kann ich hier auch direkt den Button 5.11. drücken. Ich muss kein Datum eingeben und habe den jetzt für die Prüfung am 5.11. wieder reingeschoben. Und so schiebe ich immer das MAD-Datum weiter. Das hat den Vorteil, dass ich am 3. und 4.11. diesen Artikel nicht prüfen muss, sondern erst wieder am 5.11. Das heißt, dann, wenn er auch wirklich fällig wird. Und auch dann ist es so, wenn er dann nicht mehr da ist, gebe ich wieder das nächsthöhere Datum an. So, das bietet mir den Vorteil als Kunden, beziehungsweise als Mitarbeiter, ich muss nicht jeden Artikel anfassen, sondern wirklich nur die, wo ich weiß, dass Artikel mit diesem MAD-Datum auch im Regal liegen. Ja? Eine wesentliche Arbeitserleichterung. Dies hat einen Kunden tatsächlich 600 Stunden pro Markt, pro Jahr erspart. Und wenn man natürlich überlegt, dass es sich hierbei um eine Lebensmittelkette handelt, kommen da schon eine ganze Menge Stunden zusammen. Und das muss man auch sehen, es trägt natürlich auch wesentlich zum ROI bei, wenn ich 600 Stunden im Jahr bei meinen Mitarbeitern sparen kann und auch die natürlich für den Kunden mehr Zeit haben. So, eine nächste Funktion, die wir haben, ist die Blink-unterstützte Regalpflege. Was verstehen wir darunter? Blink-unterstützte Regalpflege verstehen wir folgendes. Wir haben jetzt hier mal ein Beispiel aus dem Baumarkt genommen. Der Kunde steht im Baumarkt vor dem Schraubenregal nicht, sondern sie haben diese Blisterwände, wo die aufgehängt sind, die Schrauben, so, und sucht eine Schraube. So, jetzt nimmt er sich mehrere Schrauben von den Haken ab, guckt, welche kann ich davon brauchen, findet seine Schraube, hat aber noch drei Pakete in der Hand, die er wieder aufhängen müsste. Ja, so, jetzt steht der Kunde vor diesem Regal und denkt sich, okay, wo habe ich die jetzt runtergenommen? Wo muss ich die wieder einsortieren? Und ein sehr schöner Sport im Baumarkt ist, dass diese Schrauben sich dann tatsächlich vorm Regal befinden und da sich aufhäufen, weil der Kunde einfach nicht in der Lage ist, die wieder an den Haken zu hängen. So, jetzt muss der arme Mitarbeiter dieses Baumarkts diese Schrauben wieder aufhängen und hat vielleicht dasselbe Problem. Er ist Auszubildender, er ist eine Aushilfe, er kennt das Sortiment natürlich nicht wie jemand, der 20 Jahre vielleicht dort arbeitet und hat auch das Problem, wo muss ich diese Schraube aufhängen? So, und da kann er dann unsere Bison ESL Store Manager App benutzen. Das heißt, er geht hin, scannt den Artikel. Jetzt sehe ich hier, okay, das waren die Gecko Holzschrauben. Sagt hier, ich lasse die jetzt mal blinken. Und dann sieht man gleich rechts an dem Blister-Etikett, wo 3,99 drauf steht, das fängt sofort an zu blinken. Das heißt, er sieht sofort den Haken, wo ich diese Schrauben aufhängen kann. Und da sieht man auch die schnelle Reaktionszeit, das dauert 2 Sekunden, 3 Sekunden Maximum und dieses Label reagiert. Ja. Das spart natürlich viel Zeit, weil dort liegen meistens nicht ein Paket Schrauben, sondern 20 oder 30 und er kann halt sehr schnell diese auch wieder in das Regal einsortieren. Der nächste Punkt, da geht es um Wetterdatenintegration. Das heißt, das müssten wir jetzt einfach mal im ESL-Manager kurz zeigen. Ja, das heißt, wir wechseln jetzt einfach mal in den ESL-Manager. Da sind wir schon. Das ist jetzt hier die Startseite, das Dashboard vom ESL-Manager. Unten rechts sehe ich auch, dass das System von SoloM hier angemeldet ist. Bison ist der einzige Softwarehersteller weltweit, der mehrere ESL-Systeme unterstützt, das dann auch mal nebenbei gesagt. Das heißt, wir unterstützen auch die Systeme von SES, Imaotec und von Hanshō. Auch die kann man zum Teil sogar gleichzeitig in einem Markt betreiben. Die Bedienungen und die Prozesse im Hintergrund sind immer dieselben. Ja, das ist der Vorteil dabei. Genau, ich habe jetzt im ESL-Manager die Möglichkeit, erstmal zu hinterlegen für die Wetterdatenintegration. Ich gehe mal kurz auf die Filialen, gehe auf meine Filiale Hamburg. Hier den Standort zu hinterlegen, das sind Längen- und Breitengrade. Wofür mache ich das? Aufgrund dieser Längen- und Breitengrade wird die Wettervorhersage für diesen Standort für die nächsten 10 Tage ermittelt. Ja? So, und das hat den Bewandtnis, oder warum machen wir das? Ich habe dann die Möglichkeit, im Artikel zu hinterlegen, ich gehe jetzt mal kurz in einen Artikel rein, der zum Beispiel wetterabhängig ist. Ja, das wäre jetzt hier zum Beispiel ein Dünger. So, wäre es jetzt nicht toll, wenn das System mir sagen würde, hey, kauf doch heute deinen Dünger, weil übermorgen und morgen soll es regnen und dann kannst du, ist die beste Zeit, um deinen Dünger einzubringen.
ja, wenn mir das System dieses sagen könnte. So, ich habe jetzt hier unten die Möglichkeit, sehe ich es hier, ich kann jetzt hier in diesem Düngerartikel hinterlegen, dass eine Niederschlagswahrscheinlichkeit hinterlegt werden kann. Ja, und dass bei Eintreten dieser Niederschlagswahrscheinlichkeit, die ich hier definiert habe, automatisch eine Aktion ausgeführt wird. Ja, das heißt, zum Beispiel soll er mir dann anzeigen auf dem Etikett, du kauf heute einen Dünger und macht auf sich aufmerksam. Und das schauen wir uns dann mal an. Man sieht heute, hier ist sehr gutes Wetter, das heißt, die Niederschlagswahrscheinlichkeit trifft heute bei mir hier nicht ein. Nichtsdestotrotz werden wir das einfach mal simulieren. Ich gehe mal wieder zurück auf die Etiketten. So, und habe jetzt hier das Etikett mit 7,99 und dem Dünger drauf. So, jetzt habe ich die Möglichkeit einfach mal zu simulieren, dass es heute oder morgen regnen soll. Und man sieht jetzt schon den Unterschied. Das System schaltet automatisch das Layout dieses Etiketts um. Am Preis, wie wir gesehen haben, hat sich nichts geändert. Ja, das heißt, oder werden wir gleich sehen. Aber das Schild ist natürlich wesentlich schöner aufgemacht als ein Standardpreisschild in Schwarz-Weiß. Sondern ich sehe jetzt hier auch schöne Farbe, kaufen Sie noch heute Ihren Dünger und bringen Sie ihn auch heute ein, weil es ist optimales Düngerwetter. Kunden werden davon wesentlich besser angesprochen als von einem Standardschild. Und der Kunde fühlt sich natürlich auch beraten, weil das System mit ihm auch interagiert auf ihre Art und Weise. Ja. So, wenn diese Wettervorhersage dann nicht mehr eintritt, das heißt, es gibt keine Regenwahrscheinlichkeit mehr oder Niederschlagswahrscheinlichkeit, schaltet dieses System automatisch wieder um auf Standardlayout. Und so habe ich die Möglichkeit, überall im Markt Artikel, die wetterabhängig gekauft werden, zu hinterlegen und kann diesen Artikel selbst auf sich aufmerksam machen lassen. Ich muss manuell dort nicht eingreifen. Das ist nochmal ein Riesenvorteil. So, unser letztes Beispiel, was wir heute hier zeigen wollen, ist die ja, Button-Integration zu einem Beraterruf. Ja. Wie eben schon gezeigt, hat jedes Label zwei Button unten drunter. Diese Button kann man mit dieser Bison State Engine im Endeffekt belegen. Das heißt, ich kann Aktionen auf diese Button legen. So, wir haben jetzt hier unten rechts ein Schild, das ist Fischer Duo Power. Ja. Das heißt, der Kunde würde jetzt Beratung benötigen. Das kann auf mehrere Art und Weisen passieren. Das heißt, der Kunde könnte jetzt den QR-Code scannen und wird auf ein Video verbunden, bei YouTube oder vom Hersteller direkt, was dort bereitgestellt wird. Man sieht auch hier ein NFC-Logo. Der Kunde könnte auch sein Telefon davor halten und direkt über NFC diese Informationen auf seinem Smartphone sehen. Oder wenn ihm das nicht reicht, man sieht unten Beratung gewünscht, bitte Knopf drücken und das werden wir jetzt mal tun. Ja, ich drücke jetzt hier den Knopf. Man wird auch sehen, dass das Label das mit grünem Blinken quittiert. Das heißt, der Kunde weiß, dass er diesen Knopf gedrückt hat. So, und jetzt werden wir mal darauf achten. Es wird gleich hier einen Piep geben. Das heißt, der Mitarbeiter im Markt hat sein Smartphone dabei, genau, oder sein MDE-Gerät, wie ich in diesem Fall, und hat jetzt eine Nachricht bekommen. Ja, da steht jetzt Berateranforderung, Bison ESL Manager. Kunde hat Beratung angefordert bei Artikel Fischer Duo Power. Ich kann in diese E-Mail noch reingehen und sehe jetzt auch hier direkt ja, nochmal das als E-Mail. So, wenn man diese ganze Idee jetzt noch weitertragen möchte, hätte man auch die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter auf diese E-Mail reagiert. Das könnte auch ein Pop-up sein am Telefon oder irgendetwas und sagt, ich komme, ja, ich bin unterwegs. Und dann wird auf dem Schild signalisiert, dem Kunden, Berater ist unterwegs. Oder alle Berater sagen, wir sind im Gespräch. Dann könnte man dem Kunden auch einen großen QR-Code anzeigen, den er mit seinem Telefon scannen kann und wo er dann ja, auf diese Informationen mit seinem Smartphone verzweigen könnte. Ja, das ist eigentlich eine wirklich tolle Sache. Und diese Button-Integration bietet natürlich, das war jetzt ein Beispiel, noch wesentlich mehr. Das heißt, wir gehen noch mal ganz kurz zurück auf die Folien in dem Fall und schauen uns mal an, was man noch für Möglichkeiten hat mit dieser Button-Integration. Diese Button könnten auch verwendet werden, beispielsweise für einen Replenishment-Prozess. Ja, das heißt, ich melde als Mitarbeiter im Vorbeigehen, sehe ich, okay, da ist kaum noch Ware, der Regalplatz müsste nachgefüllt werden, drücke diesen Knopf und im Backoffice kommt die Meldung, bitte diesen Regalplatz auffüllen.
Oder was ich auch machen könnte, und das hat man auch in den Baumärkten sehr häufig, dass die Replenishment-Prozesse durch den Lieferanten selbst durchgeführt werden. Ja, das heißt, da kommt einmal die Woche oder zweimal die Woche ein Mitarbeiter vorbei, der dort die Regale wieder auffüllt. Aber ich könnte zum Beispiel jetzt auch als Mitarbeiter per Knopfdruck diesem Lieferanten eine Bestellung schicken, als Datei oder einen Hinweis über E-Mail, je nachdem, dass halt die Ware dort in dem Regalplatz knapp wird und nachgefüllt werden muss. Und das ist eigentlich das Schöne. Ich kann direkt Folgeaktionen auslösen. So, und das jetzt könnte mir der Lieferant zum Beispiel auch schicken, okay, die Ware wird dann am 31.10. geliefert, sage ich mal. Und das könnte ich dann auch wieder auf dem Label anzeigen. Auch der Kunde ist dann wieder informiert, wann Nachschub von dieser Ware eintrifft. Ja, das ist so eine bidirektionale Kommunikation. Genau, das ist sozusagen die Entgegennahme von Feedback. Und ja, die Möglichkeiten dadurch sind wirklich unbegrenzt, weil ich kann Folgeprozesse auslösen, ich kann Dateien erstellen, ich kann Feedback entgegennehmen oder rein technisch eine andere API ansteuern, die dann wieder Folgeprozesse auslöst. Also da sind wirklich die Möglichkeiten so gut wie unendlich. Ganz kurz möchte ich hier noch so ein paar Referenzen von uns aufzeigen. Unser größter aktiver Kunde ist, denke ich, momentan die Edeka. Hier haben wir halt sehr viele Vollausstattungen und Teilausstattungen. Kann mal kurz hier einblenden. Hier haben wir circa ja, 15.000 bis 50.000 Labels pro Markt verbaut. Und auch hier kommt diese Herstellerneutralität zum Tragen. Das heißt, der Kunde nutzt SES Imaotec-Etiketten oder Solo-M-Etiketten, teilweise auch in einem Markt, aber der Mitarbeiter merkt dort in der Bedienung keinen Unterschied. Ja? Das heißt, wir steuern beide Systeme mit unserem ESL-Manager an. Es gibt im Hintergrund ein SAP-System, was das Ganze versorgt. Und besonders ist hier natürlich auch, dass wir als Bison ein proaktives Monitoring durchführen. Das heißt, wir überwachen die Märkte und ja, warnen den Kunden, falls irgendwas dort aus dem Ruder läuft, rein technisch. Ne? Das heißt, guckt nämlich keiner sonst rein. Und ja, es gibt witzigerweise auch dort verschiedene Installationsarten. Ja, den Bison ESL-Manager kann ich zentral installieren oder halt in der Filiale. Und wir haben dort bei der Edeka beide Installationsarten. Je nach Region ist es dort unterschiedlich. So, die Migros Aare ist natürlich in der Schweiz unser größter Kunde. Auch hier haben wir ja, einiges, also ähnlich wie bei Edeka, ca. 15.000 Labels verschiedenster Größen im Markt installiert. Auch hier eine SAP-Integration. Und ganz wichtig, diese MAD-Kontrolle wurde maßgeblich durch diese Firma initiiert. Ja, das heißt, diese guten Ideen kamen von der Migros. Und was jeder vielleicht schon gesehen hat, der jetzt in den letzten Jahren mal im Mediamarkt war, dort ist im Endeffekt überall Preisauszeichnung. Und wir haben dort ca. 15 Millionen Labels installiert. Alles wird durch den ESL-Manager gesteuert und überwacht mit einer zentralen Datenversorgung. Auch hier ist es so, wir haben ein proaktives Monitoring aufgesetzt und es ist tatsächlich bisher der größte ESL-Rollout weltweit. Und wir haben dort einen Preis gewonnen. Wir haben innerhalb eines Jahres dort 10.000 Etiketten ausrollen können. Ganz kurz noch so ein paar Impressionen von Kundeninstallationen. Das ist jetzt hier zum Beispiel den Hagebaumarkt, wo wir installiert haben. So, was man auf der linken Seite sieht, ist ganz nett. Ich habe dort ein A4-Schild mit verschiedenen Artikeln drauf. Das heißt, ich kann einem Schild beliebig viele Artikel zuweisen. Nur der Platz ist das Limit im Endeffekt. Ja, das heißt, genau. Rechts sieht man auch schon die Blister-Etiketten. Das ist jetzt eine Vorgängerversion. Das heißt, das sind diese kleinen Fähnchen, die man oft in den Baumärkten sieht, wo ich den Artikel über die Fähnchen rüberziehen kann. In der neuen Version, die jetzt verfügbar ist, die ist nur noch halb so lang, habe ich auf jeden Fall kurz auch hier bei den Labels gezeigt. Liegt hier auf dem Tisch mit schneller Reaktionszeit und Blinkzeit. Also eine ganze Neuentwicklung, die es sonst noch nirgendwo auf der Welt bisher gegeben hat. Genau, auch das hier sind Beispiele aus dem Baumarkt, zum Beispiel. Hier sehe ich auch bei der Holzauszeichnung nochmal ganz nette Beispiele mit den A5-Schildern. Sehr übersichtlich, der Kunde guckt direkt auf das Preisschild, kriegt alle Informationen, ist digital. Werbung wird in Rot dargestellt, das heißt, der Kunde wird auch direkt über Werbung informiert. Auch hier nochmal diverse Beispiele. Hier sieht man unten links auch nochmal die Teilung des Labels und oben rechts auch. Ja, das heißt, bei schmalen Sortimenten habe ich die Möglichkeit,
die Ansicht zu teilen. Das ist tatsächlich auch eine Erfindung von Bison, als es diese ASL-Etiketten zum ersten Mal gab. Da gab es noch keine kleinen Etiketten, so wie die oben links. Und witzigerweise haben unsere Kunden auch diese Teilung in schmalen Sortimenten größtenteils beibehalten. Genau, und hier nochmal ein Beispiel von der Mikro, soweit ich weiß. Auch das sind Solo-M-Etiketten. Witzigerweise kann man auch natürlich diese Etiketten mit sogenannten Stickern noch versehen, zum Beispiel Bio in Grün und so weiter. Also gibt auch noch weitere Möglichkeiten. Angebote werden auch hier in Rot dargestellt, auch für den Kunden gut sichtbar und transparent. Ja, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, heute war reine Praxis angesagt. Freut mich, dass Sie an dem Webinar teilnehmen konnten, und wir würden uns natürlich über Feedback freuen. Falls Sie Interesse haben, von uns mal eine Präsentation zu bekommen oder dass wir Ihnen aufzeigen, wie Bison ESL versteht und welche Möglichkeiten es im ESL gibt, freuen wir uns natürlich über Feedback oder Kontakt. Meine Kontaktdaten sehen Sie hier. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Bis dann.